Jeden Tag kommen neue spannende Produkte raus, die man gut und gerne mal als Dupes bezeichnen können. Und ich wurde inspiriert und dachte mir, ich schaue mal bei einer ganz bestimmten Marke, nämlich Elf, vorbei und gucke, was sie für Dupes zu teuren, beliebten High-End-Produkten haben. Und ich habe einige spannende gefunden, die ich gerne mit euch teilen möchte. Wir haben sehr, sehr viele neue Produkte mit dabei, die ihr vielleicht noch gar nicht bei mir gesehen habt. Und ein paar alte Favoriten, damit ihr einfach wisst, okay, das sind Produkte, Maxim sagt, die sind wirklich gut. Die kann man sich also gut und gerne einmal anschauen. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute viel vor, denn ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 3 sind 9 spannende Dupes für euch, beziehungsweise Produkte, die ich teilweise wirklich sogar besser finde als die Originalprodukte. Und zwar sind das alles Produkte von Elf. Ganz, ganz wichtig, ihr wisst, ich bin immer sehr, sehr transparent, was Kooperationen angeht. Dieses Video hier entsteht nicht in Zusammenarbeit mit Elf. Heute ist bei Instagram eine Kampagne online gegangen, da ging es um die neuen Halo Beauty Glow Wands, aber das hat mich inspiriert, wirklich nochmal zu schauen, was gibt es denn? Weil ich natürlich auf Instagram andere Leute erreiche als hier und ich weiß, ihr seid immer sehr, sehr interessiert daran, nochmal das Produkt genauer zu sehen und ein bisschen mehr über die Produkte zu erfahren als in 60 Sekunden Reel oder 15 Sekunden Instagram Story. Deswegen, dass ihr es einmal gehört habt, die Kooperation hat mich inspiriert, dieses Video zu machen. Keine Bezahlung von Elf für dieses Video. Mir ist es wichtig, ich könnte es auch einfach gar nicht sagen, aber mir ist es wichtig, dass ich da offen mit euch drüber rede, dass es keinen schlechten Eindruck macht. Ihr seht es, ich sehe aus wie ein kleiner lieber Junge. Wir starten auch direkt mit dem ersten Produkt und diesmal schon den ersten Tipp. Startet mit eurem Primer, bevor ihr beispielsweise eure Augenbrauen macht, falls ihr sie vor dem Make-up macht. Und ich habe zwei verschiedene Primer mitgebracht. Einmal den Elf Poreless Putty Primer. Der kommt in so einer Dose, hat eine sehr, sehr weiche, ja schon fast cremige Konsistenz und ist ein Dupe zu dem Tatcha Silk Canvas Primer. Das ist ein Produkt, was 2019 sehr beliebt war. Zu Recht. Es hat aber knapp $100 gekostet und das kannst du dir ja nicht leisten, ne? Und deswegen hat Elf ein Produkt rausgebracht. Ich erinnere mich, ich hatte damals dieses Tatcha-Ding gekauft und fand das ehrlich gesagt nicht so gut. Das ist aber eine gute Sache, wenn ihr Probleme mit ölender Haut habt oder vergrößerten Poren oder sogar den ersten feinen Linien. Ihr könnt das Produkt entweder mit dem Finger auftragen, das ist immer ganz gut, weil dann Wärme das Produkt so ein bisschen anschmilzt und dann einfach punktuell an die Stellen geben, wo ihr vergrößerte Poren habt. Ich mache das ganz gerne mit einem Pinsel, weil ich finde, ich kann dadurch in diesen kreisenden Bewegungen richtig schön die Poren auffüllen. Der ist nicht trocken, also das ist ganz, ganz spannend. Es gibt ja viele, viele Pore Blurring Primer, die sehr, 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 sehr trocken sind und das dann auch genauso aussieht, wenn man Make-up rübergibt. Ich gebe das auch wirklich nur hier um die Nase herum. Ich habe jetzt nicht so viele vergrößerte Poren. Ich weiß aber zum Beispiel von einer guten Freundin von mir, dass sie den jeden Tag benutzt. Also eine große Empfehlung. Ich muss generell sagen, Elf hat sich wirklich zu so einer Dupe-Marke entwickelt. Ich finde das auch gar nicht so schlecht, weil sie nicht auf Zwang probieren, genau dasselbe Produkt zu kopieren, sondern sie machen die Produkte teilweise noch besser, wie zum Beispiel diesen Power Grip Primer. Das ist ein Dupe zu dem Milk Hydro Grip Primer. Ich finde, bei manchen Namen könnte man ein bisschen individueller sein. Das ist hier aber genial. Ihr kennt auch das Milk-Produkt, habe ich euch auch schon gezeigt. Das ist ein Produkt, was dafür sorgt, dass euer Make-up klebt. Also das wird richtig, richtig klebrig. Auch das arbeite ich mir jetzt mal mit dem Pinsel ein. Ich finde, das funktioniert dann immer noch ein bisschen besser. Der spendet Feuchtigkeit und der wird richtig, richtig sticky. Also du merkst richtig diesen klebrigen Effekt auf der Haut und das sorgt einfach physikalisch, nicht physisch, physikalisch schon dafür, dass das Make-up richtig, richtig schön hält. Ich mag den sehr, sehr gerne. Es gibt noch einen anderen, den ich hier immer regelmäßig stehen habe. Sollte ich ein Full-Coverage-Make-up brauchen, was lange hält, den Power Grip Primer mit Niacinamid, der ist dann so ein bisschen rosé, ist vom Effekt her dasselbe, nur hat der hier nochmal Niacinamid mit drin. Also wenn ihr zu Unreinheiten neigt, würde ich euch sogar fast diesen hier empfehlen. Wenn du den ganz, ganz leicht nur aufträgst, dann hast du auch nicht dieses extrem rutschige. Und deswegen arbeite ich halt auch so gerne mit Pinseln, weil ich da A, ein bisschen mehr Kontrolle über das Produkt habe und es besser in die Haut einarbeiten kann. Also probiert euch da so ein bisschen aus. Ich weiß, jeder und jeder macht immer gerne ein bisschen was anderes, wie man das Produkt aufträgt. Ich bin gerne mit den Pinseln dabei, außer bei der Foundation, da probiere ich im Moment wirklich meine Finger zu benutzen,
weil ich dadurch einfach ein ganz, ganz anderes Finish hinkriege. Weiter geht's mit Foundation. Es gab mal eine und ich habe sie leider nicht mehr. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe heute aber die Flawless Finish Foundation. Ich würde sie mit der NARS Foundation gleichsetzen. Ist eine sehr, sehr hohe Deckkraft. Ich habe sie hier in der Farbe Natural. Kleiner Tipp, wenn ihr eine leichtere Deckkraft haben wollt, könnt ihr euren Primer damit reinmischen. Das funktioniert hiermit sehr, 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 sehr gut. Ich nehme nur meinen Finger und arbeite mir das Produkt erstmal hier auf meiner Hand ein und habe dann die Möglichkeit, das Produkt mit meinen Fingern in die Haut einzuarbeiten und so ein bisschen reinklopfen. Ich finde, vielen hatte das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich war sehr überrascht, dass das so eine Überraschung war, dass ich auch mal probiere, mit den Fingern auszuprobieren. Und ihr seht es, die hat eine sehr, sehr gute Deckkraft, selbst mit einem Finger. Ihr könnt auch natürlich den Pinsel nehmen, dann habt ihr ein bisschen mehr Deckkraft und könnt das Produkt noch ein bisschen gleichmäßiger in eurer Haut verteilen. Die Foundation hält sehr lange. Ich finde, das ist ein Produkt, da darf man nicht zu viel benutzen, weil sie sonst sehr, sehr schwer wird. Also es ist eine sehr, sehr dicke Foundation. Aber am Ende des Tages, wenn man das weiß und sich auch so ein bisschen daran hält, dass man die Foundation nur leicht benutzt, ähnlich wie eine High-End-Foundation. Da ist man ja allein preislich schon, würde ich jetzt mal annehmen, ein bisschen vorsichtiger mit der Menge an Produkt. Mir geht es zumindest oft so. Ich arbeite die jetzt erstmal hier schnell ein. Ihr seht es farblich, passt sie sogar ziemlich gut. Was ich, hat jetzt nichts mit dem Video zu tun. Ich weiß aber, dass ich viele angefixt hatte mit Color Correction und das euch wirklich hilft, dass euer Make-up besser passt. Oder ihr auch einfach eure Foundations immer so ein bisschen retten könnt. Das sind diese Sticks, die sind von e.l.f. Kein Dupe zu irgendwas, nicht dass ich wüsste zumindest. Einfach eine sehr, sehr gute Sache, weil sie die Textur des Produktes, was ihr umändern wollt oder eure Haut nicht verändert. Ich muss sagen, der Pinke unter den Augen gefällt mir jetzt nach ein paar Wochen nicht mehr so gut. Den mische ich aber dann einfach in eine Foundation, wenn sie mir zu gelb ist. Dann kann ich das immer so ein bisschen ausgleichen. Ansonsten schöne Foundation, schöne Produkte, mit denen ihr die Farben so ein bisschen anpassen könnt. Ich würde mir wünschen, dass es den noch in Weiß geben würde. Vielleicht gibt es den sogar. Das weiß ich nicht. Schreibt mir gerne einmal jetzt in die Kommentare, welche Produkte ihr von e.l.f. vielleicht schon zu Hause habt und ob es Produkte gibt, die ihr vielleicht auch nochmal testen wollt. Ich finde, e.l.f. ist... Also ihr kriegt e.l.f. bei Douglas. Es gibt in manchen Drogerien immer mal einen Aufsteller von e.l.f. und ihr könnt auch bei e.l.f. online bestellen. Das ist gar kein Problem. Also ich hatte das neulich gemacht. Es dauert tatsächlich ein paar Tage länger. Also ich habe neulich fast 2 Wochen auf meine Bestellung gewartet, was aber nicht so schlimm ist, weil ich kein Zoll gezahlt habe. Also es kommt nicht aus Amerika. Ich glaube, die hatten ein Lager in Polen und dadurch fällt natürlich der Zoll weg. Foundation ist eingearbeitet und ich sehe ein bisschen perfektionierter aus. Kommen wir zu einem neuen Produkt, beziehungsweise zu den 3 neuen Produkten, wo heute die Videos auf Instagram online gegangen sind. Ich glaube, die gibt es auch erst seit heute. Diese Halo Glow Beauty Wands. Gibt es in Contour, Blush und Highlight und jeweils, ich glaube, in 4 bis 5 verschiedenen Farben. Ich mag den Contour-Ton vor allen Dingen sehr gerne, weil er halt nicht so Contour ist, sondern eher so ein Bronzer. Einfach hier ein bisschen hin. Und da müsst ihr euch ein bisschen beeilen, ne? Die sind sehr schnell eingezogen und einfach hier mit drauf und ihr habt eine richtig schöne Kontur. Es gibt den auch noch in etwas kühler. Ich habe jetzt hier die Farbe Light Medium. Ich glaube, Light ist noch ein bisschen kühler. Funktioniert sehr, sehr gut und vor allem, ich finde sie sogar fast noch schöner. Habe ich jetzt die letzten Tage getragen. Ich habe die Sachen natürlich schon ein paar Wochen hier, bevor sie rausgekommen sind. Ich finde die noch schöner ohne Foundation. Oder, ist auch sehr schön. Nicht schöner, aber auch sehr schön, weil ich habe im Moment, muss ich euch erzählen, im Moment habe ich so ein, ich merke, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe mit euch da schon mal drüber gesprochen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich gerade massiv verändere. Also nicht nur was mein Auftreten mit Make-up angeht, sondern auch meine Interessen ändern sich so ein bisschen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich jetzt einfach ein bisschen erwachsener bin als vor 5 Jahren vielleicht noch. Oder weil ich jetzt einfach andere Aufgaben in meinem Leben habe als noch vor 5 Jahren und ich einfach daran gewachsen bin. Aber mich interessieren im Moment ganz, ganz viele Sachen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie mich interessieren. Ich liebe Gärtnern im Moment. Ihr seht mich gefühlt im Moment bei Instagram nur noch im Garten. Oder ich würde gerne einen Kurs machen, um sich eloquenter auszudrücken. Ich finde Sprache im Moment ganz spannend. Ich weiß, dass ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte. Mein Abi war jetzt auch nicht das Beste. Es war okay. Ich habe ja nie richtig gelernt, sich vernünftig auszudrücken. Und ich folge ein paar Creatorinnen aus England, wo ich das super schön finde, wie sie reden. Das ist halt Englisch und ich kann halt
Gut, ich kann mich jetzt eloquent in Englisch ausdrücken, aber ich rede im Alltag ja eigentlich nie Englisch. Und das finde ich ein bisschen schade und ich probiere jetzt einfach ein bisschen mehr, mich mit der Sprache auseinanderzusetzen. Wenn ihr also Tipps habt, wie man einfach ein bisschen den Wortschatz erweitern kann, um Worte auszutauschen, um grammatikalisch auch richtiger zu sprechen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Irgendwo ein kleines Katzenhaar, das hatte neulich jemand geschrieben, weil ich mir immer so viel an der Nase rumfummel oder im Gesicht. Wir haben Katzen. Die sind richtig, richtig schön zart. Also du kannst sie aufbauen. Ich mag sie aber lieber ein bisschen reduzierter. Das sind natürlich klare Alternativen zu den Charlotte Tilbury Beauty Ones. Farblich kommt der dem sogar sehr nah, ne? Der ist ja auch ein bisschen wärmer als das Amazon-Ding. Das ist einfach nur grau. Den Blush trage ich mir auch gleich hinterher auf. Nehme mir denselben Pinsel, arbeite mir das Produkt in den Pinsel und kann das dann hier so ein bisschen rübersteppen. Ich finde, die Blush ist Tatsache am schönsten. Der ist jetzt sehr, sehr pigmentiert. Das nehmen wir aber gleich weg. Ihr seht das, ich mache erst Contour und Blush und so und erst dann den Concealer. Weil ich finde, dass das Ergebnis dann ein bisschen schöner wird. Die haben so einen leichten Schimmer mit drin und Squalan. Das heißt, auch hier ist so ein bisschen Hautpflege mit drin. Sehr, sehr schön. Kein Schreck bekommen, es wird gleich besser. Wir machen einmal kurz weiter mit den Augenbrauen und dann gibt es einen Anastasia Beverly Hills Dupe. Und das ist der Brow Lift von e.l.f. Genau dasselbe. Ich hatte euch ja mal erzählt in dem Video, dass ich für meine Marke das angedacht hatte, ein Produkt rauszubringen, was ähnlich ist. Hab mich dann, Tatsache, ich hab die sogar hier. Da ist es. Ich bringe kein Produkt raus, was es von einer anderen Marke so, also eins zu eins schon so gibt. Und ich kann natürlich den Elf-Preis niemals erreichen, deswegen habe ich das dann gelassen. Aber es ist wirklich eins zu eins genau dasselbe und du hast dasselbe und du hast einen richtig schönen fluffy Brow-Look. Ich mache es natürlich immer gerne fluffy. Du musst es nicht so fluffy machen. Du kannst ja auch dann einfach hier rüber gehen und das dann wieder so ein bisschen runterbürsten und das hält halt nur die Haare so ein bisschen zusammen. Ich mag halt diesen fluffy Brow-Look sehr gerne und das muss ich sagen, gefällt mir hier besser als an dem von Anastasia beispielsweise. Weil bei Anastasia hast du dann so Kleberückstände auch auf der Haut. Das heißt, du musst dann immer mit dem Tuch so ein bisschen sauber machen. Und wenn du es nach der Foundation machst, dann ist die Foundation so ein bisschen hinüber. Hier wirklich nicht. Das hält 85% so gut wie das von Anastasia. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, immer wirklich auch eine Preissache. Ist es einem das wert? Sind diese 15% mehr Halt an den Augenbrauen einem 14, 20 Euro mehr wert? Das ist up to you. Meine Aufgabe ist es nur, euch immer die besten Produkte zu zeigen. Und ihr müsst am Ende kauft ihr die Produkte oder ihr kauft sie halt nicht. Und das ist meine Aufgabe, euch nur zu zeigen, was es gibt. Concealer. Das ist der e.l.f. Hydrating Camo Concealer. Ich hoffe, er passt jetzt. Ja, könnte was werden. Das ist der Hydrating Camo Concealer. Es gab den auch mal ohne Hydrating. Ich finde den Geruch schrecklich. Ganz, also das ist wirklich, falls ihr mir schon so lange folgt, ihr wisst, als ich doch Make-up von Woolworth oder Teddy oder von Sabrina Rudnick reviewed habe, so riecht das. Also das riecht schon sehr, sehr intensiv. Aber der hat eine sehr, sehr hohe Deckkraft. Deswegen normalerweise benutze ich 10.000 Mal mehr Concealer, als ich ihn jetzt gerade benutze. Er spendet Feuchtigkeit und du brauchst wirklich nicht viel. Man darf ihn aber auch nicht zu lange antrocknen lassen, ne? Weil er sich schon auch so ein bisschen selbst, oh mein Gott, heute, selbst settet. Aber du hast ein richtig helles Underei. Ich weiß nicht, ob ihr den Punkt hier auf der Nase seht. Ich war beim Hautarzt und habe gefragt, also ich habe was an meinem Bein. Und auf meinem Schienbein, das hat sich in den letzten Wochen stark verändert. Und das hat mir letztes Wochenende, ziemlich das Wochenende versaut. Und dann bin ich Montag auch direkt zum Hautarzt gegangen und habe nachgefragt, sie hat sich das angeschaut. Es ist kein Hautkrebs, also alles gut. Es ist einfach nur eine Pigmentveränderung, die gerade noch in der Entstehung ist. Und deswegen verändert sich das. Aber da habe ich sie gefragt, ob man das wegmachen lassen kann. Sie meinte, kann man machen, kann man weglesen lassen, kostet ein Fuffi. Aber das stört mich. Das ist richtig, richtig nervig. Weil egal was, es scheint immer wieder durch. Es gibt auch noch einen Highlighter von diesen e.l.f. Halo Glow Beauty Ones. Auch die sind sehr, sehr schön schimmernd. Ich finde die sogar fast auch noch schöner, wenn man die entweder nur so leicht rauftupft oder irgendwo mit reinmischt, ne? Also wenn du noch ein bisschen mehr Schimmer in deinem Concealer haben möchtest oder in deiner Foundation, funktioniert das sehr, sehr gut. Du kannst ihn natürlich auch noch deutlich weiter aufbauen. Ich fixiere mein Make-up einmal ganz kurz und wir sind gleich wieder da.
Base ist einmal gesettet. Ich gehe jetzt einmal mit meinem Asam-Spray rüber, fixiere mir das Ganze und ich habe ein wirklich sehr, sehr schönes Ergebnis. Ich muss sagen, ich finde Elf ist so eine Marke. Ich würde mir wünschen, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, dass sie die ein oder andere Marke in der Drogerie vielleicht ablösen würde. Also der Drogerieplatz ist natürlich sehr umkämpft, aber ich muss auch dazu sagen, das Packaging von Elf ist so reduziert, dass es in der Drogerie wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Weil wenn du auf eine Theke guckst und fünf Produkte so aussehen, du siehst keinen Unterschied. Ne? Nur weil da Poreless Putty Primer draufsteht, siehst du keinen Effekt. Das müsste man so ein bisschen erweitern, aber das ist halt das Konzept von denen, dass es halt so ein günstiges Packaging ist, dass es quasi nicht mehr relevant ist. Es gibt ja noch diese Putty Bronzer, Putty Blushes, Putty Highlighter, die kommen auch in so einer Tube. Das sind gute Alternativen, entweder zu den Fenty Beauty Contour-Dingern oder zu den Rare Beauty Blushes. Es gibt sogar eine ganz genaue Farbe. Vielleicht finde ich es, dann schreibe ich es euch hier hin. Base super, super schön, sehr natürlich. Blush ist natürlich immer noch sehr präsent, aber ich habe das extra mal so gemacht, weil ich das ganz spannend fand. Mascara gibt es auch noch eine neue, die kann ich euch jetzt endlich zeigen. Hatte ich euch neulich schon mal in einem Video angesprochen. Das ist schon ein Dupe zu der Benefit Roller Lash Mascara. 10 Euro kostet das Schätzchen. Selbes Bürstchen, schöner Schwung. Die macht sehr natürliche Wimpern. Das ist ja das, was ich so gerne mag. Ich mag nicht diese extrem verklumpten Wimpern. Das macht die nicht. Die hält gut, die sieht schön aus, die gibt einen schönen natürlichen Schwung. Also das ist so eine perfekte Alltagsmascara. Die ist ähnlich wie die Roller Lash. Für die Lippen nehme ich jetzt einfach einen Lip Liner von Morphe und benutze Tatsache den Halo Glow Beauty Wand als Lippenstift. Erst in Grau oder Braun. Dann hast du eine sehr nudige Lippe. Und dann gehe ich ganz leicht mit dem Blush rüber. Einfach damit es nicht so leblos aussieht. Freunde, das ist ein Full Face Elf. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, welche Produkte euch hiervon am besten gefallen haben und welche Produkte ihr zu Hause vielleicht schon habt. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem super natürlichen Tages-Make-up-Look sagt. Ich mag's, mir gefällt's und wir sehen uns hier am Mittwoch wieder, ihr süßen Mäuse. Passt auf euch auf.